Mein Name ist Hedwig Eichhorn. Ich lebe mit der Krankheit Diabetes mellitus und habe seit einiger Zeit das diabetische Makulaödem. Für mich ist es sehr wichtig, die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen beim Augenarzt wahrzunehmen, wie auch alle anderen Vorsorgeuntersuchungen. Ich führe trotz dieser Beeinträchtigung ein glückliches und gesundes Leben und komme sehr gut damit zurecht. Wann haben Sie die Diagnose Diabetes mellitus erhalten und seit wann leben Sie mit der Diagnose diabetisches Makulaödem? Die Diagnose Diabetes mellitus bekam ich vor 52 Jahren und mit dem diabetischen Makulaödem lebe ich jetzt ungefähr seit 2 Jahren. Wie sind Sie mit der Diagnose diabetisches Makulaödem umgegangen? Ja, wenn man diese Diagnose bekommt und man sitzt beim Augenarzt, ist man als Mensch sehr erschrocken. Man hat auch sehr viel Angst. Man stellt sich als erstes vor, vielleicht zu erblinden. Aber die Aussage und die Aufklärung des Augenarztes hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich doch rasch mich mit der positiven Seite befasst habe. Ich empfehle jedem Diabetiker auf jeden Fall, seine Augenarztkontrollen immer wahrzunehmen und sich dem anzuvertrauen und das ernst zu nehmen. Was bedeutet die Diagnose diabetisches Makulaödem heute für Ihren Alltag? Ja, das diabetische Makulaödem grenzt meinen Alltag durch eine verminderte Sehqualität ein und wirkt sich auf meine Hobbys aus, auf das Autofahren, auf den Umgang mit meinen Tieren, mit meinem Haushalt, das Malen und das Musizieren und das Lesen auch vor allen Dingen, ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe zurzeit 3 Katzen und die natürlich meine Aufmerksamkeit erfordern. Wenn diese 3 Tiere sind Freigänger und wenn ein Tier nach Hause kommt und humpelt und du kannst es nicht mehr sehen, dann wird es schwierig. Was motiviert Sie, das diabetische Makulaödem regelmäßig behandeln zu lassen? Also das diabetische Makulaödem darf und soll mich nicht davon abhalten, den Dingen nachzugehen, die mir wichtig sind. Der Umgang mit den Menschen, unter anderem in meinem Hobbybereich auch einen sogenannten Senioren-Singkreis. Und dazu muss man die Noten sehen können. Ich habe als Kind und als junge Frau eine Musikausbildung genossen. Und auch das ist etwas, was mich sehr motiviert. Was bedeutet es für Sie, mit der Diagnose diabetisches Makulaödem zu leben? Ja, die Diagnose bedeutet, dass man vermehrt zum Augenarzt muss, dass man sich auf eine Spritzentherapie einlässt. Für mich persönlich durfte ich feststellen, dass diese sehr gute Arbeit des Arztes für mich absolut schmerzfrei ist. Was raten Sie Menschen mit Diabetes oder mit dem diabetischen Makulaödem? Also ich errate jedem diabetischen Patienten und ganz besonders den Menschen, die das diabetische Makulaödem haben, auf jeden Fall die Kontrolluntersuchungen zu machen. Und ich finde es ein ganz wichtiges Anliegen, den Menschen mit der diabetischen Makulaödem-Situation etwas Positives zu vermitteln und ihnen auch den Mut zu machen, dass man damit auch in Freude alt werden kann.